Wir kommen jetzt. Oh mein Gott, da verschlug ich mich direkt. So, jetzt aber. War 5. Vierte Bahn. Ich kann euch mal das Schildchen zeigen hier. So. Wieder letzter. Eine sehr schöne 488 Meter lange H5 Bahn. Ja. Sehr viel Tücken. Sehr, 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 sehr tückig. Also sehr tückig. Tückig. Fast nicht zu spielen. Also gehen wir direkt weiter. Genau. So, hier, ich möchte bitte übergeben. Ja, ich bin sowieso zuletzt dran. Nicht mich, sondern die Kamera. Gehen wir weiter zurück. Hier rum. Mal zoomen die. Geht so leicht, doch gleich nach links hoch. Da oben. Da hinten ist das grün. Wir müssen hier den ganzen Weg hoch. Im Prinzip guter Abschlag zwischen die Bunker. Der ist dann aber auch lang. Aber leider, ja, scheiße. Genau. So. Oh, hang on. No! Das war zu viel Connected Arms. Ich habe ihn leider nicht finden können. Jetzt haben wir eine Chance, Ben. Okay. Ja, müssen wir nochmal machen. Der muss nur in ein Loch fallen, dann haben wir ihn. Und ich muss aus dem Loch kommen. Ich gebe kein Loch. Ich gebe kein Loch heute. Ja, nicht verzagen. Das ist auch schwierig. Ich konnte ihn leider nicht. Da muss auch noch einen machen. Auch noch einen machen? Einen soviporischen. Left, left, left. Left, left, left. Left, 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 left. Nee, das war nicht so schlimm gehuckt wie bei mir, aber... So, jetzt habe ich eine Chance. Vorteil, ne? Ben. Ich würde dir mit dem Eisen abschlagen, wenn ich du wäre. Niemals. Der neue Driver, der sitzt noch nicht. Jetzt ist es der Driver schuld. Das ist immer das Material. Hast du denn nichts gelernt hier? Jetzt geht Connected Arm. Ja. So, komm. Wenigstens einer, der die Bahn trifft. Guck, ob ich Ballschlucken drauf kriege. Der startet auf die Bäume zu, kommt er rein? Der ist aber da, glaube ich, wird auch extrem weit. Nein! Ne, auch weg. Super. Oh, das sind doch dreimal provisorische. Eieieiei. So, ich spiele jetzt ein Holz 3. Auf die Bäume zu. Ja. Der war auch schlecht, aber der ist wenigstens da. Der war richtig fast schlecht. Von Baum oh. So. Ich werde mal provisorischen spielen, weil ich glaube, der könnte da sein. Ja. Erstmal ein Weiß 1, das ist ein Weiß 2 provisorisch. Viel besser. Ja. Ja, am Posten. So, macht der Ben auch noch einen provisorischen. Provisorisch, Tipp heißt 1. Eieiei. Tja, Jascha,
Eieiei. Ist ja hoch im Golfsport, ne? Ja. Ach, ein Loch. Kriegen wir wieder rein. Glaube ich, kriegen nicht mehr. Nee, das war ein Versuch wert. Baum rein und dann. Ja. Gut, weiter geht's. So, mein Ball ist drin geblieben. Ist ein Match bekommen. Da ist es aus. Aber das hat er gepackt. Die beiden sind hinten. Jascha zwischen den Bäumen liegt aber schon drei. Muss jetzt unter diesen großen Bäumen durch. Hört sich gut an. Zumindest kein Holz bekommen. Wunderbar. In den gelben Baum war der rein. Herden. Gut. Nimm ich deinen mit, ne? Okay, auch gut. Und ein bisschen links, aber wir werden finden. So, dann spiele ich mal meinen. Also 4, einfach um den Baum rum ins Fairway. Rechts blieben einfach Matsch dran. Den nehme ich. Danke. 150 Meter, Anfang grün, Eisen 6. Schauen wir mal. Grün ist da hinten. Davor ist Wasser. Ja, und diese Bäume. Here we go. Der war wieder fett und in die Bäume rein. So, da liegt der Markus auf 150 Meter. 162 bis zum Stock. Ja. Ich kriegen. Aus! Ja, ne? Der ist rausgehuckt. Kommt provisorisch. Ah. Und da habe ich wieder die Chance. Yeah. Ich hab verloren. So, Jascha, schwierige Lage. Hohes Gras, Bäume im Weg, Wasser hinter den Bäumen. Komm noch ein bisschen rein. Drauf? Ja. Zu kurz? Oh, no way! Cool! Sucht den Ball! Wer findet meinen Ball? So, hier ist irgendwo der
Ben drin, fröhliches Wimmelsuchbild. Aber ich glaube, die haben was gefunden. Passt denn? Ja. So. Jetzt flach raus, die Rentnergasse. Seitlich links da, ne? Ja? Oh, Entschuldigung. Ja, du bist mein Ziel. Komm her. Dann feste, dann feste. Boah, Blätter, Äste. Deutsche Zoom, da oben ist er. Sehr gut. Guck mal, was meiner gemacht? Ich glaube, meiner war tatsächlich aus. Ja, den habe ich im Auto gesehen. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Ich darf ihn aufheben, das ist lieb. Ja, das ist lieb. Gucken wir trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob es der zweite geschafft hat übers Wasser. Sonst habe ich nämlich fertig. Ja, oh nein. Oh ja. Gut, der ist aus. Länge war aber wieder mal extrem gut. Kann ich jetzt ein bisschen mit trösten. Der Weg ist aus. Und Jascha hat wieder einen guten Schlag gemacht. Danke! Ist am 6. oder sowas schon. Sehr gut. Also ich bin den zweiten doch ins Wasser gegangen. Zweiten Ball. Komm! Ja, ist geschenkt. Wieder so ein Weichei. Zur? 7? Ja. Du liegst? 6, ne? Ja. Ja, stark. Sehr gut. Das heißt, Markus an dem Loch einen Down. Ihr so, wir schalten um auf Live-Kommentar. Wir haben nach der Bahn 4 Probleme mit der Kamera gehabt, haben den ausgeschaltet, auch das Mikrofon, um Strom zu sparen und dann nicht wieder das Mikro eingeschaltet, die Kamera aber sehr wohl. Wir sind an Bahn 5, haben schon abgeschlagen, kurzes Paar 5 mit 34 Metern, links aus, rechts aus, idealerweise den Abschlag zwischen die beiden Bunker platzieren in Richtung von dem Telefonmast. Ben ist sehr weit rechts rausgekommen. Hier sieht ein Ball im Bunker, ist vom Auspfosten glücklicherweise zurückgeprallt. Jascha hat ungefähr auf Bunkerhöhe mit dem Eisen vorgelegt. Und ja, etwas wackelige Kameraführung an der Stelle. Ihr seht meinen Ball Mitte Fairway. Da sieht man ihn. Da habe ich ein kleines Holz abgeschlagen, einfach um sicher zu gehen, dass es im Spiel ist. An der Bahn ist der zweite Schlag sehr schwer, wenn man unter Ball steht. Jascha hatte da noch 250 Meter bestimmt ins Grün, legt hier mit dem Eisen 6 vor, Ziel auf 100 Meter, den Ball abzulegen. Und das ist ihm ganz gut gelungen, kommt Mitte Fairway runter, rollt ein bisschen nach links, da hinten sieht man die Fahne. So, der Ben, wie gesagt, da oben eine etwas unangenehme Lage im Bunker, steht also auch da unter dem Ball, hat aber das Problem, dass diese Bäume hier stark überhängen und in seiner Spiellinie sind. Er probiert es dann mit einem mittleren Eisen. Ja, bleibt hängen und liegt dann unter den Bäumen im Rough. Auch für mich mit dem zweiten Schlag das Ziel einfach vorzulegen. Ihr seht, ich stehe auch da ordentlich unter dem Ball, also dass die Rechts-Links-Kurve immer ein Problem. Ich habe dann Eisen 7 geschlagen, Ziel auch so ungefähr bei 100 Metern, an der 100 Meter Markierung rauszukommen. Und das ist mir ganz gut gelungen. Einfach ein Transportschlag nach vorne, der auch mittig im Fairway aufgekommen ist und dann durch die Hanglage nach links weg. Ben dachte sich dann, okay, jetzt liege ich schon 2, die Jungs bei 100 Metern, ich noch über 200. Also greife ich mal an. Hat sein Holz 3 gezückt und probiert jetzt das Grün anzugreifen. Da hat er einen eigentlich sehr guten Schlag gemacht, also Ballkontakt war echt super. Der Ball ist auch richtig lang geflogen, allerdings auch durch die Balllage und seinen Stand sehr weit nach links weg. Also hat einen mega Draw geschlagen und ist dann tatsächlich im Aus gelandet. Also viel Risiko und nicht belohnt worden.
musste dann droppen. Und ihr seht hier die Bäume, die da überhängen, was mir eben vom Bunker her auch ein Problem war. Hier liegt jetzt nach dem Drop schon 4. Und hat sich gedacht, okay, was einmal nicht klappt, schaffe ich beim zweiten Mal. Nochmal der Schlag mit dem Holz 3, den hat er überhaupt nicht erwischt, getoppt. Man sieht ihn da vorne hoppeln. Ja, und also da war die Bahn eigentlich für ihn schon gelaufen. Jetzt auch wieder ein sicherer Transportschlag für ihn, einfach möglichst nah ans Grün ran. Müsste ein mittleres Eisen gewesen sein für den Ben. So, und dann fiel uns so langsam irgendwas auf, dass was mit der Kamera nicht stimmte. Und an der Stelle, bei unseren dritten Schlägen, steigt der Ton gleich dann wieder mit ein. Jetzt nicht. Was ist auf der ganz oben, das minus 80 Ding? Ja. War es aus die ganze Zeit? Das war jetzt gerade auf der Bahn aus. Du hast es eben ausgemacht. Hört ihr uns? Hallo? Wir spulen wieder zurück und sprechen neu. Genau. Das war rückwärts. Sagt mir jetzt 128 ist die Fahne. Ja, lügt doch wohl. Nee, das ist. Ja, bis hin. Bis zur Fahne, ja, kann sein, ja. Ein bisschen Gegenwind noch, also würde ich schon. Dann eine 9. Der Buschel, der kann alles. Der Buschel. Der neue Buschel. Der macht so. Ja? Samstag soll mal feiern. So. Dann gucken wir mal. Knallt. Gerade so drauf. Ich habe ihn eingefangen, ich bin super Kameramann. Woohoo! Vielleicht auch nicht so 100% getroffen. Und wieder der Himmel, herrlich. Ja, die Wolkendecke reißt auf, die Sonne kommt raus. Das gibt es nur hier in Kürten im Bergischen Land. Ja, so ist es. Übergabe. Das ist ein. Irgendwas das mit grün gekritzelt? Meiner, ja. Das, ist das kann nur meiner sein. So, haben wir hier noch. 124 oder sowas? 100. Ja. 5 Meter weniger als ich, glaube ich. 5, 6 Meter. Wedge oder? Ja. Puh. Ja. Puh. Aber ich stehe super hier. Mhm. Für die Bahn ist das schon gar nicht schlecht. Vors Grün. Mega Schnitzel. Aber wir liegen beide 3. Und der Ben ein Vielfaches 6. von 3, ne? Verdammt! Das war nix. Liegt 6, ne? 6. Ja. Ja. Aber es ist das, was wir gesagt haben, ne? Platz sehr, sehr weit. Ja. Ein bisschen fett und zack ist er weg. Geh, Ben. Ist das Gap Wedge Sandwich? Gap Wedge. Gap Wedge. Gap Wedge. Der hörte sich gut an. Links. Oh. Gut. Links auf dem Grün. Ja. Na, die Divot setzt natürlich immer wieder zurück, wie sich das gehört. Da hast du auch. Ja, das ist doch mal ein richtiger Apparat. Ja. Herrlich. So, schön reinlegen, wuchsrichtig beachten, antreten. Wunderbar. So, Jascha mit dem Pitch zur Fahne. Eine kleine Welle in der Mitte vom Grün. Da muss er halt ein bisschen aufpassen. Lang.
aber da ist auf dem oberen Plateau hier die Welle in der Mitte erstmal so ein bisschen, wenn da hängen bleibt, ist er wieder da unten. Oder Ben? Zum Birdie und Gewinn. Kleiner Chip zum Birdie und zum Gewinnen, sagt er. The dream is real. Far, far away. Oh, oh, no way. So, der Ben liegt da unten. Ja, Mörderputt. Mörderputt. Die kann er. Von da nach. Nach da. Kann sich eine Stulle schmieren, sagt er, aber kein Golf. Ich gehe mal hier auf Breitbildformat, damit ihr alle seht, was hier los ist. Da ist eine fette Welle drin. Das ist ein schwieriges, schwieriges Ding. Er schaut und eruiert, wie wir hier im Bergischen Land sagen. Er eruiert, habe ich gesagt. Mit Bodenerosion oder sowas? Das meinst du deshalb so fett jetzt gerade hier? Zu viel eruiert? Und da geht die Pille und. Und. War geschenkt. Mordsbad. Ja, zur 8. Psst. Psst. Vor. Zu 8 hat er gesagt, der lügt. Der ist schon wieder zu kurz, nicht? Geh rein! Get in your hole! Yay! Was bist du, ein Schwein heute? Lecco, funny, popo, blanco. Der Druck! Unglaublich! Unglaublich! Er ist ein schlechter Mensch, es ist einfach so. Er will uns hier bloßstellen. Mehr sonst nix. Muss der schon wieder rein hier? Mörder. In der Tat. In der Tat. In der Tat. In der Tat. So. So, den rein zum Teilen. Oh. Damn it. Komm, der ist geschenkt. 6. Jascha, einen auf. Du einen down. Bleibe. Verdammt! So, kurzer Zwischenstand. Jascha ist 4 auf. Ich bin 3 down. Ich bin 1 down. Du bist 4. Weil das Loch hinten, zählen wir das jetzt als die 4. Der, du gewinnst ja nicht gegen ihn. Warum? Mit einem auf? Das war doch. Ja, wenn er einen vor hatte, wir hatten ja ein gleiches. Achso, okay. Dann hast du gewonnen. Dann bist du jetzt 3 down? Ja. Ich bin 3 down. 3 down, dann bist du eben square gewesen, dann bist du jetzt 3 auf und ich bin 1 down, glaube ich, irgendwie. Naja, wie auch immer. Ja, höchst kompliziert. Bahn Nummer 6, langes Par 4, bisschen bergauf. Oh, wo ist er? Warte, ich habe ihn noch. Links? In den Bäumen, ja, der ist da. Guck. Klack, klack, also in diesen Bäumen, was hat er bekommen? Der taugt mir noch nicht, der Kollege hier. Hm. Hm. Echt, fühlt sich scheiße an. Der war auch scheiße getroffen, wenn davon abgerissen. Das könnte da anliegen, ne? Aber, ja, aber generell ist, weiß nicht, ist das TaylorMade oder? Jetspeed. Ah. Also, dann liegt es am Schläger. Ja, ich hatte vorher den RBZ Stage 2. Ja. Der war geil. Der war den Namen auch länger. Vielleicht brauchst du einfach Schläger mit langen Namen. Ja. Callaway Big Bertha Alpha 2015. Double Diamond Black Edition. Ultra Turbo. 430 Down CC. Devil. Genau. Very fast. Very fast. Very fast. Okay. Very fast. Habe ich heute eigentlich schon Fairway getroffen? Ja. Ja. An der 1. Ja. Nee, an der 1 nicht. An der 2. An der 2, genau. Ja. Okay. Richtig. Gucken, ob ich das gezoomt kriege. Jawohl. Auch zu kurz, ey. Ist, da kommt der Jubel von rechts. Buck. Aber ein bisschen aber hoch, aber die sind heute auch nicht lang. Den habe ich besser getroffen, als er jetzt geflogen ist. Der liegt da. Ja? Ja, aber fair. Kein guter Kameramann. Aber
Aber Fairway. Aber Fairway. Aber Fairway. Hole! Scheiße, ich hab voll verpasst. Der war wieder oben aus, ich bin halt bald rein. Ich hab jetzt einfach vor lauter irgendwas, hab ich einfach gezoomt. Ja. Voll in den Boden gezoomt. Aber er hätte fast den Vogel getroffen, das wollte wirklich keiner sehen. Echt? Oh nein. Ja, Auto. Fahr, los! So, alle gehen gemütlich zu ihren Bällen. Wunderschön, mein Auto auch. Alle drei Bälle da. Ben hat noch einen langen Weg. Was meinst du nur? Du legst vor? Hä? Vorlegen oder aufs Grün? Ne, ich versuche es mal. Ja, ich lege vor. Sind hier nur 220 Meter. Oh, der hört sich gut an. Der ist eigentlich ein bisschen links. Bunker oder? Ja, vorne. Vor dem Bunker, da sieht man einen Titschen. Guter Schlag. Ja. Guter Schlag rüber zum Jascha. Ohne. Ohne. Da haben wir eine extra Lage hier. So, die Bäume hat er bekommen. Das wäre natürlich wieder viel länger. Jetzt liegt er da, es steht so ein bisschen unterm Ball. Vollgas. Im Rough. Oh ja, schöner Schlag. Rechte Seite vom Grün. Ja, Richtung Wintergrün. Mhm, gut. Hat dann freien Schlag ins Grün rein. So. Im Fairway. Übernehmen bitte. Jawohl. Schön. Ja. Dafür war das ordentlich. Ja, stell dich ein bisschen genau in meine Spiellinie, dann bist du nicht sicher. Guck mal, ob du mich triffst. Wenn du an mir vorbeischießt, das wäre natürlich der Hit, aber das wirst du nicht schaffen bei der Masse. Okay. Guck auch, Holz 5, wir an der 2. Nah ans Grün oder aufs Grün. Welche vordere, hintere? Hier hinten, also Richtung Bunker, müsste zwischen Bäumen und Bunker liegen. Ich kann ihn nicht erfassen. Okay. Jascha hat jetzt noch ungefähr, ja, 25 Meter bis zur Fahne. Steht mir ein kleines Eisen. Auch er nur noch ein 25 Meter Schlag bis ins Grün. Das ist Nummer 2. Und? Doch, zählt. Da hat er. Ja, ein bisschen links lang. Okay, muss ich gucken, ich weiß nicht, wie das geht. Muss man gleich mal justieren. So, und der Ben muss rüber schippen über den Bunker. Und zieh. Oh, kurz. Ich auch grün. Gut. Mittlerweile herrlicher blauer Himmel. Bahn Nummer 6. Ben, langen Putt. Wo liegst du denn? Ich liege hier rechts. In your hole! Nee. Dann macht er den. Pärchen, ne? Easy. Easy game. Gut. Super. Danke. Macht's, Bad. Ja, ja, schon weiß Bescheid, ne? Ja. Hätte er eh einen vor, der hat das schon gewonnen.
Stimmt. Oh. Furchtbar. Der kommt nicht rein, der ist die falsche Seite. War ein bisschen zu lang, aber okay. Ah, ja, der ist geschenkt. So, 5 geschenkt. Ja, ich besser nicht. Hä? Hm? Wo liegst du? Da, wo du gerade auf der Linie stehst. Achso, danke. Das ist mir hinter dem Loch. Ja. So. Dann gucken wir mal, was der Markus macht. Netto 4, Netto 3, ne? Ich hab die 5, der Ben hat die 4. Lauf, 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 lauf. Schade. Geschenkt. Schöne Länge. 8 zu 5. Jawohl. Das heißt, wir teilen wir? Ne, du hast ja einen vorhegen bei mir, ne? Oh ja! Das heißt, ich gehe noch einen down. Oh, ich gehe noch einen down. Er geht einen wieder hoch. Noch einen. Das heißt, 2 down bin lieg ich, Jascha. Lieg 4 auf. 4 auf. Ja. 4 auf. Und Markus 2 down. 2 down, ja.